Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich sie auf unsere Singlische abtrage. Letztens habe ich ein Video mit einer europäischen Babytrage gemacht. Bei uns heißt das Wombud, aber ich glaube, der Name Kanga, den gibt es auch. Gibt es auch. Okay, also so sieht das aus. Sie sitzt am Rücken, ist jetzt eingeschlafen. Genau. Wird hier oben einfach festgebunden bzw. übereinander geschlagen und ja, manche geben einen Arm hinaus, ich lasse sie mal drinnen, weil dann ist sie kompakter und kann sie nicht so viel bewegen. Ja, kann auch gleich zeigen, wie man sie hinunternimmt, weil sie ist wie gesagt jetzt eingeschlafen. Also festhalten, erst unten öffnen, dann oben, das Kind dann beim Gesäß halten, über die Seite drehen und dann vorsichtig hinlegen und hoffentlich wacht sie nicht auf. Ich habe sie da jetzt hingelegt, das ist einfach so ein Wachstuch. Stofftuch. Ich wollte es eigentlich mit der einen anderen Puppe zeigen. Ich glaube, das ist so eine Art Reborn-Puppe, wenn das gesagt haben wir geschenkt bekommen, aber ich finde sie nicht. Deswegen nehme ich ihre Babyborn, die ist ein bisschen kleiner. Mit der geht es auch. Erstmal bindet man das so um das Becken. So. Dann genau das gleiche, setzt man das Kind so über den Rücken. So hinauf, dann ist das so, die Beinchen gehen links und rechts, nimmt man das Tuch, stülpt es über den Kopf, sehe ich jetzt selber nicht, genau, und das ist dann beim Nacken ist, damit der Kopf fixiert wird, ah ja, genau, so, man kann es einfach drehen ohne zuzubinden, aber da es schon so schwer ist, binde ich es immer zu. Aber am Anfang, wenn sie noch leicht und klein sind, geht das so. Dann würden wir hier den Stoff nach oben, die Beinchen auseinanderziehen und dann auf die Seite links und rechts. Hier ebenfalls. Wie gesagt, ich mache immer eine Knotengewohnheitssache. Haben wir das so? Ich hoffe, man versteht was, weil ja, war ich zu weit weg, wo ich ein Mikrofon habe. Genau, so sieht das dann aus. Und im echten Leben, also echten Leben mit einem echten Baby oder normal großen Baby, deswegen trägt man sie bei uns auch nicht ziemlich Anfang an, sondern wenn sie ein bisschen größer sind, ja, genau, die Beine kommen dann links und rechts da, so. Und da ist auch die Anhock- und Spreizhaltung gegeben. Das heißt, ja, das Baby ist in der richtigen Position und du kannst alles damit machen. Finde ich wirklich gut, weil am Anfang brauchen Babys sehr viel Nähe und da kann man trotzdem kochen, waschen, staubsaugen. Habe ich jetzt vorhin alles gerade gemacht und ja, sie ist sogar dann am Rücken eingeschlafen. Genau, das war's. Und ja, jetzt habe ich schon zwei Tragevideos gemacht. Ich habe noch eine andere Trage, also falls gewünscht, kann ich zu der Trage auch ein Bild machen, aber es ist immer das gleiche Prinzip. Genau. Ich wieder auf. So, so, so. Immer mit einer Hand das Baby halten. Öffnen. Also die Hand unter dem Po am besten. Oben dann öffnen. So, also mit einer Hand immer das Gesäß fixieren. Dann hat man zu. Bis zum nächsten Video. Boah, Dulu. Dulu.
Wasser trinken?